Diskutiert haben, wie sieht der Klassenraum der Zukunft aus? So nicht. welche Zukunftsperspektiven müssen wir in Schulnetzwerken in Zukunft berücksichtigen? Wie sieht es von der rechtlichen Situation aus? Bei uns beginnt also im Bereich der Peer-to-Peer- und Download-Agents, die in den Netzwerken logischerweise sehr massiv verbreitet sind, und endet irgendwo im technischen Bereich im Serverraum. Das hat mich der Werner gebeten, heute ein bisschen näher zu spezifizieren. Ja, Sie werden sich fragen, warum Schule und Serverraum, und viele Industrieunternehmen haben das zunächst auch sehr ähnlich gesehen. Die hören eher Schulen, ne? Die haben halt 3 Server und da stellen wir einen mal der Rack hin, halb hoch vielleicht, und das reicht aus. Ne? Das ist bei Weitem nicht mehr so. Wir sind IT-Schwerpunktschule hier am Standort. Wir sind seit knapp 15 Jahren hier im Haus. Wir waren damals die erste IT für Informationstechnologie in Österreich und sind als Partner sozusagen des Unterrichtsministeriums bzw. von sehr großen österreichischen Unternehmen wie Capsch, Microsoft. Dann geht es eben weiter, Cisco Systems, NTS und Co. Seit ungefähr 1,5 Jahren dabei, unsere Serverinfrastruktur, unsere Netzwerkinfrastruktur mehr oder weniger neu zu machen. Wir waren allerdings schon zu dem Stand, den wir jetzt gerade aus dem Schulnetzwerk entfernen, Lichtjahre vor anderen Schulstandorten, das muss man auch gleich dazu sagen. Und trotzdem reicht es uns nicht, dass Sie eine ungefähre Eckdaten haben. Wir haben zurzeit eine Internetanbindung von 2 Gigabit und diese ist 101% ausgelastet. Wir haben etwa 3.500 Mobile Clients pro Sekunde im Netzwerk. Wir haben circa 280 bis 300.000 Sessions pro Sekunde im Internet, quasi im Internet. Wir haben ungefähr 95% des Schulnetzwerktraffics verschlüsselt seitens der Schülerinnen und Schüler. Wir haben 95 Access Points produktiv zurzeit im Schulnetzwerk. Wir haben ein Backbone, das sich im 10 Gigabit Bereich native auf Glas durchzieht, mit Glas in fast alle Räumlichkeiten mittlerweile. Und das ist zu klein. Das ist nicht mehr den Anforderungen entsprechend. Viele der Schulstandorte sind genau 996 in Österreich, können ohnehin diesen Standort nicht erfüllen, viele, genau genommen alle. Der Vorteil, den wir hier haben, wir sind ein sehr kleines Gebäude und wir sind mit 1250 Schülern exakt der Median der österreichischen Schullandschaft. Außerdem hat der Ministerrat zu uns nicht sehr weit, hat auch bei uns unterrichtet einige Jahre, und das ist ein gewisser Vorteil. Wir sind also, wie gesagt, dabei, das System umzubauen, und das machen wir schon, wer den Bundesdienst kennt. Die Mühlen malen langsam und sie malen aber meistens sicher. So hätten wir jetzt als eine Genehmigung für die Konzeption eines Planes aus dem Jahre 2010. Dummerweise hat sich die IT-Landschaft in der Zwischenzeit ein bisschen verändert. Was meine ich damit? Im Jahre 2010 waren die Tauschplattformen zwar schon ein Thema, aber sie waren nicht massiv. Wir hatten damals eine Internetanbindung von 100 Megabit. Das hatten wir damals über Richtfunk von einem ehemaligen Dienstgeber mit einem Buchstaben und einer Nummer angeboten. Das war eine sündhaft teure Internetanbindung. Wir zahlen heute für 2 Gigabit die Hälfte dessen, was uns 100 Megabit auch heute
nach tagesaktuellen Preisen noch kosten würde. Allerdings war damals weit und breit nicht erkennbar, dass Glas bei uns im Haus verfügbar sein wird. Dass das Glas ohnehin schon im Haus lag, wusste damals sichtlich niemand. Der einzige Raum, in dem ich mit meinen 100 Schlüsseln nicht reinkomme, im einzigen Raum lag damals Internet. Ja, also was war die Voraussetzung damals? Wir haben damals versucht, ein Storage am Standort aufzubauen, ein gewisses Caching-System aufzubauen. Wir haben auch Internet- und Medientechnik hier am Standort. Das bedeutet, wir haben enorm hohe Datenaufkommen, digitale Videoproduktionen im Full-HD-Bereich verlaufen die Terabytes relativ sehr schnell über. Und wir waren sozusagen dabei, ein sehr großes Storage am Standort aufzubauen, oder wollten das eigentlich aufbauen. Das ist sozusagen die eine Schiene. Und die zweite Schiene ist, dass vom Unterricht her Virtualisierung notwendig ist, dass wir einerseits 25 EDV-Server virtualisieren wollten, Desktop virtualisieren und Server virtualisieren und gleichzeitig auch den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit zu geben, die Virtualisierung nicht nur als Anwender, sondern auch als Systementwickler zu implementieren und zu testen. Damit war klar, das geht relativ sehr rasch in eine gröbere Serverfarm hinein, wird investitionstechnisch eine Herausforderung und gleichzeitig infrastrukturtechnisch. Also die ersten Versuche haben gezeigt, dass die Stromversorgung der Infrastruktur, die wir hatten, jenseits, aber wirklich jenseits der Anforderungen waren. So war es durchaus üblich, dass wenn so der vierte, fünfte Server in Betrieb genommen wurde, in einer falschen Reihenfolge, nämlich wenn die Schüler das mit der Stromverteilerleiste gleichzeitig eingeschaltet haben, ging in weiten Bereichen dieses Gebäudes und einmal im gesamten dritten PC der Strom aus. Das war die Erkenntnis, dass man hier so etwas machen müssen. Dazu kam dann noch vor 6 Wochen ein veritabler Kabelbrand dazu, wo ungefähr 4 cm eines 6 Quadrat mehr oder weniger spurlos verdampft sind und den Niederspannungsverteiler weinen ließen. Das heißt, diese schönen Stromverteiler blenden die da außen drauf, sind in topfenförmig alle hinuntergeronnen und unten aus dem Brandabschnitt herausgeronnen. Der war sichtlich sehr, sehr dicht. Das einzige Glück war, dass wir zu diesem Zeitpunkt, das heißt ich zu diesem Zeitpunkt noch anwesend war, das war Freitag vor Ostern um 23 Uhr. Wäre das nicht gewesen, würde man heute nicht hier sitzen, sondern würde man in einer Brandruine stehen. Fotos hätte ich dabei. Sie haben es vielleicht in den Medien verfolgt, es ist ja ein Rechenzentrum einer Bank in Innsbruck vor kurzem auf ein Open-Air-Zentrum umgebaut worden, unfreiwilligerweise. Dieses Schicksal wäre uns möglicherweise auch geblüht, weil im Rückraum dieses Niederspannungsverteilerraumes auch Akkumulatoren bei uns genagelt werden. Aber dazu komme ich nachher eh noch. Das heißt, Thema war, lasst riskante Ströme fließen. Ja, das Thema war, fülle Bleiakkumulatoren nach und verschließe sie. Oh, okay. Das war das Thema, weil es waren 2 Servicetechniker ungefähr eine Stunde vorher noch im Akkuraum. Ich komme dann eh gleich darauf zu sprechen, welche Probleme die dort hatten und mittlerweile noch immer haben. Wie gesagt, also das war die Zielsetzung vor einigen Jahren. Mittlerweile hat sich das Anforderungsprofil drastisch geändert. Die Kundschaft, sprich der Schüler, von Lehrern spreche ich jetzt gar nicht, weil die IT ohne mit langem I noch schreiben. Die Schüler akzeptieren also diese Infrastruktur nicht. Ja, sie haben ihre eigene cloud-basierte Lösung, was immer das auch ist. Sämtliche Versuche, sie dezent in diese Richtung wegzubewegen oder zumindest in einen zentralen Cloud-Dienst, das können Sie im Ansatz vergessen. Unsere Schüler hier am Standort haben durchgängig mindestens 2, korrigiert mich, wenn nicht 5 aktive Komponenten. Das ist also typischerweise irgendein Tablet, das ist irgendein Notebook, wo sie angeblich mitschreiben. Und das sind dann noch etwa 2 bis 3 Handys. Alle unsere Gebäude, alle unsere Räume stehen auf einem Zwischenboden, nur nicht die EDV-Säle. Das ist Planungskunst der Bundesimmobiliengesellschaft. Wir sind hier in einem ehemaligen EDV-Saal, darum haben wir hier auch keinen Zwischenboden. In allen anderen Klassen haben wir es. Wir haben 45 Klassenräume, wir haben da 45 Zwischenböden. Und so war es eine Zeit lang üblich, ne? Also wenn ich mitten unmotiviert im Unterricht erschienen bin, dann war es den Schülern sofort klar, jetzt hat er uns erwischt. Und bis ich quasi zum Tisch hinkam, alt tap, alle Spuren waren vernichtet, da haben wir eine Zeit lang die Schüler alle ihre Geräte in den Zwischenboden verfrachtet, weil sie geglaubt haben, wir sehen das nicht. Was dann dazu geführt hat, es ist Freitag, 23 Uhr am Abend, die Internetauslastung ist 47%.
100 Megabit, damals 100 Megabit, 47%, keine Schüler mehr da. Spannend, ne? Geht man in die Klasse, macht die Tür auf, schaut rein. Man hört so ein völlig hilfloses Lüfterrauschen, weil die Lüfter im Zwischenboden relativ heiß gegangen sind, unter Anführungszeichen. Und irgendwo mitten in der Klasse verschwindet unmotiviert ein Kabel im Zwischenboden. Also das sind so die klassischen Szenarien, denen wir schlicht und ergreifend nicht Herr werden. Und aus diesem Grund haben wir eben beschlossen, das Konzept stirbt und wir sind nur noch Last-Mile-Anbieter. Das heißt, wir versuchen das Notebook, das Tablet, was auch immer, an unser Internet anzubinden. Das Ganze mit zwei Firewall-Regeln. Die eine lautet Permit NNN, also hinaus darf er alles, und die neue NNN herein geht gar nichts. Da stoße ich regelmäßig meine Kollegen österreichweit vor den Kopf, nicht? Der typische Administrator verbringt nächtelang vor der Firewall, hat ungefähr 16.000 Rules und ist ganz stolz, dass er sich selber nicht mehr auskennt und dass in diesem Netzwerk nichts mehr funktioniert. Nur alle schimpfen. Ne? Der Administrator schimpft, weil das zu komplex ist. Der Schüler schimpft, weil vermeintlich nichts geht. Und der Lehrer schimpft, weil er nicht mal hinten herzeigen kann im Unterricht. Ich komme gerade von so einer Schule, sehr große HTL in Niederösterreich, genau dieses Problem. Wir haben gesagt, klar, wir machen das gänzlich anders. Wir werden die Internetanbindung ganz einfach in die Höhe schrauben, sind ganz normaler Serviceanbieter, bewusst nicht Provider-Status, wir verlangen kein Geld von unseren Schülern dafür. Und sämtliche Möglichkeiten, firewall-technisch ein Netzwerk dicht zu machen, glaube ich, sowieso keinem Administrator der Welt, jetzt als ITler gesprochen, wenn der sagt, mein Netzwerk ist dicht, dann beweist er irgendwie, dass er keine Ahnung von Netzwerktechnik hat. Und ich habe ja schon gesagt, ein veritabler Prozentsatz des Schulnetzwerks, nämlich über 80% ist verschlüsselt. Gerüchteweise die 20% ist der Lehrertraffic, ja, aber das ist nur so ein Gerücht. Ne? Das heißt also, hier brauchen wir filtertechnisch gar nichts machen, kontingentieren und Bandbreitenmanagement ist witzlos. Das heißt, unser Serverraumkonzept des lokalen Caches, der lokalen File-Storage-Systems ist gestorben. Das war die gute Nachricht. Ne? Wir hätten damals ungefähr 200 Terabyte Storage einmal angeschafft. Die gute Nachricht für meinen Chef, das brauchen wir nicht mehr, weil es würde nicht akzeptiert werden. Es würden höchstens die Lehrer ihre MP3s dort ablegen. Was die Schüler sagen, was, sie haben nur MP3s. Ne? Ja, die gehen halt auch mit der Zeit, aber in einer etwas anderen Bedeutung. Ja, also haben wir gesagt, okay, das machen wir auch nicht. Das heißt, was ist geblieben? Es ist geblieben die Infrastruktur für unser aktives Labor, also Netzwerkkomponenten und im Wesentlichen Produktivnetzwerk der Schule. Ist ein DNS-Server, ist ein Global Catalog-Server, fertig. Offiziell. Ne? Inoffiziell haben wir über 200 Server laufen. Das sind aber alles Projektserver, Spielmaschinen, Spielwissen, die im Wochenrhythmus wie Schwammerl aus dem Boden schießen und nach den Diplomarbeits- oder Projektmanagementpräsentationen gepflückt werden und stillgelegt werden. Somit waren wir also auf der Suche nach einem Serverraumkonzept und leider hat man sich erinnert, dass ich hauptberuflich nicht nur Lehrer bin, sondern auch Konsulent eben im Bereich der Serverräume, unter anderem mit einem sehr großen Rundfunkanbieter in Österreich mit drei Buchstaben zurzeit sehr massiv zu tun habe. Und daher war die Idee, vielleicht können wir dieses Serverraumkonzept ein bisschen an unsere Schule anpassen. Ich möchte es ein bisschen interaktiv gestalten. Ich könnte jetzt zu diesem Thema locker bis 20 Uhr Dienstag nächster Woche sprechen. Vieles ist bekannt, vielleicht nicht allen das Gleiche, ist immer bei derartigen Vorträgen ein Problem. Ich werde es also ein bisschen interaktiv versuchen und wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie, das haben jetzt eh schon 100 Mal gehört oder da wollen wir ein bisschen in die Tiefe gehen, sollte das grundsätzlich kein Problem sein. Wenn wir zunächst einmal einen ersten Ansatz machen und schauen, gibt es eigentlich im nationalen oder im internationalen Bereich Vorschriften, Normungen, Standardisierungen für Serverräume, dann ist das sehr schnell beantwortet, nein. Das ist auch der große Vorteil, den die Dienstleister auf diesem Feld natürlich sehen, sie können einen verkaufen, was immer sie wollen. Also ich habe erst vor kurzem wieder ein Gespräch gehabt mit einem Dienstanbieter, der sagt, er kann eine unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 100,0% anbieten. Sehr interessant, wir haben uns gleich darauf in so einer Teststellung entschieden. Wir haben Serverraumanbieter vor kurzem empfangen, das ist eine kleine Stahlschlosserei, der macht Serverschränke selber. Und auf die Frage, ob er unsere Kapazitätsanforderungen, also jetzt nicht unserer Schule, sondern ein Berg in Wien, wo dieses Rechenzentrum steht,
und in Zukunft in Graz unterstützt und sagt dann, ja, er hat schon sehr, sehr große Kunden, was ist für Sie ein großer Kunde? Dann sagt er, er hat ungefähr 150, 200 Racks. Es ist schon klar, dass wir 900 Racks am Standort haben und 1400 Racks ankaufen werden. Hat er mal geschaut. Sagt, wie lange brauchen Sie für 1400 Racks? Nicht? Also ich stelle mir vor, dass da so eine kleine Manufaktur mit Akkuschrauber und Hammer die Racks bei der Vital kauft und unten lackiert und umstellt. Sie haben also gewisse Ähnlichkeiten. Das heißt also, wenn wir ein bisschen näher schauen, findet man dann schon ein bisschen was. Nicht? Das klassisch ist in Deutschland der BSI, nicht? IT-Grundschutz. In Österreich kann man das auch, das weiß aber niemand. Selbst interessanterweise, das österreichische Bundeskanzleramt referenziert immer noch auf BSI Deutschland, weiß offensichtlich nicht, dass im BKA in Wien auch schon ein Team am österreichischen Grundschutz arbeitet. Es handelt sich hier lediglich um eine Übersetzung des deutschen Textes ins Österreichische. Das Verzeichnis hat man vorzugsweise gleich einmal übernommen. In Österreich sind das übrigens 2 Personen, in Deutschland sind es ca. 400. Und dementsprechend ist das Österreichische auch aktueller. Da kann man ein bisschen nachschauen. Ja, dann, es wird im Innenverteiler eh drinnen sein, gibt es ein Handbuch, das ist vom deutschen Verfassungs- und Grundschutz zum Thema Serverraum-Infrastruktur, ist ca. 150 Seiten, ist jetzt im Kopf halb lang, ist aus dem Jahre 2014, also in der IT fast schon völlig veraltet und ist das beste Werk, das ich kenne, weil alle Aspekte vom rechtlichen bis in den technischen dort drinnen stehen. Der Kollege wird es dann nachher bei Ihnen noch verschicken. Das heißt, BSI ist sozusagen ein Bereich, es ist dann die ISO 27001, da verstehen wir aber IT-Compliance. Das heißt, hier geht es darum, wie der Betrieb eines Rechenzentrums aus prozesstechnischer Sicht abzuwickeln ist. Es hilft uns nichts, wenn wir eine USV haben, wenn wir Notstromaggregate haben, die wir nicht testen. Oder, sehr bekannt in Österreich, vorige Woche passiert, große Bank in Österreich mit einem Skisportler als Werbeträger großer Gebäuden, großer Häuschen in der Werbung, haben am Montag vor 2 Wochen einen Generaltest ihrer Notstromversorgung gemacht, das hat erfolgreich funktioniert. Leider ganz am Dienstag dann einen Zwischenfall und dann wurden alle Server runtergefahren, weil der Notstromgenerator nicht mehr angesprungen ist. Nach längerem Suchen hat sich sofort ein Problem attestiert, durch den Probelauf am Montag war zu wenig Treibstoff da. Das hat leider niemand überprüft, dass das Ding mit Treibstoff funktioniert. Automatisch? Automatisch nein, weil dazu müsste man es auslesen. Und den Mitarbeiter, der dafür verantwortlich ist, nicht in Urlaub haben oder jemanden zweiten mit beauftragen. Das ist ein klassischer Prozessfehler. Ganz klassischer Prozessfehler. Da hilft uns die ISO 27001, wie gesagt, IT Compliance, wo sozusagen Schutz von Informationen als Geschäftswert betrachtet wird. Es gibt dann noch die Infrastructure Library, das ist die Computer Telecommunications Agency in Großbritannien, die auch so alle 2 bis 3 Jahre veröffentlichen, wie Rechenzentren aber im Government-Umfeld ausschauen müssen. Wenn Sie heute eine Zeitung aufschlagen, dann werden Sie mit dem Wort Cybercrime, Cyberwar und Cyber-Stern-Stern überflutet. Vor einem halben Jahr konnte diesen Begriff noch niemand aussprechen. Sie wissen, 2007 war der erste große Angriff gegen eine Nation, das war damals Estland. Und die Briten versuchen mit ihrem ITIL-Act sozusagen Rechenzentrum zu standardisieren, damit so ein Angriff einer Regierungsbehörde zum Beispiel nicht passiert. Wer sich mit diesem Thema wieder auseinandersetzt, wird dann sehr schnell erkennen, dass Österreich Bedrohungspotenzial auf diesem Sektor sehr massiv aufweist. Wir sind innerhalb der EU seit nunmehr 7 Jahren E-Government-Weltmeister, selbst erklärt. Das bedeutet, wir sind das Land mit der höchsten IT-Durchdringung im Regierungsbereich. Als gelernter Österreicher glaubt man das nicht, aber das ist so. Sämtliche Ministerien, sämtliche öffentlich-rechtlichen Einrichtungen bis hin zum Grundbuch, bis hin zum Standesamt, bis hin zum Staatsbürgerschaftsverband sind vollkommen elektronisch vernetzt, die Polizei genauso wie zum Beispiel die Bezirkshauptmannschaften. Das Ganze läuft in Österreich in einem einzigen Rechenzentrum zusammen, ist nicht das Bundesrechenzentrum, das ist der Bund der Sozialversicherungsanstalten. Jetzt fragt man sich, wieso machen die das?
Weil die Bürgerkarte, die wir alle mittlerweile als gescheitert an den Medien gehört haben, so ganz gescheitert ist sie nicht, weil alle Bundesbediensteten und Bundesmitarbeiter diese Bürgerkarte für den ELAC, für den elektronischen Akt verwenden. Und der wird in der Stammeinlagenzahlbehörde, das ist sozusagen der österreichische Name, der halt dann dafür die Datenschutzkommission, gehostet. Und das wäre zum Beispiel ein Rechenzentrum, wo ITIL durchaus ein Thema darstellt. Ich komme dann nachher noch ein bisschen darauf zu sprechen. Und dann gibt es noch den Oxley Act. Der Oxley Act, das ist ein Dokument, natürlich der Amerikaner, der Heimatschutzbehörde, die genau in die gleiche Richtung gehen. Denen ist es aber wieder wichtig, physikalischen Zugriff zu schützen. Wir kennen alle das typische Rechenzentrum. Wie gesagt, im 1-Konzern hatten wir das. Da gab es also einen Zutritt, der war also mit Stacheldraht mehr oder weniger gesichert und Selbstschutz. Da saßen sogar bewaffnete Sicherheitsdienstmitarbeiter, weil dort eine amerikanische Behörde, den Namen wir mittlerweile alle aus den Zeitungen entnehmen können, in diesem Rechenzentrum ebenfalls ihre Maschinen betreibt. Was werden die dort wohl betreiben? Also das Rechenzentrum war im Vordereingang geschützt, da ist man sogar verwogen worden, wenn man hineingeht, da wurden 3 biometrische Merkmale erfasst. Hinten gab es also eine Tür, dass man also mit einem LKW bei Serverlieferungen hineinfahren konnte. Die Tür war immer offen, weil uns Mitarbeitern das einfach steppert war, da jedes Mal durch die Schleusen zu gehen, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und außerdem haben wir immer unsere Ausweise vergessen und ich habe das System dann einmal ausprobiert, indem ich hinten reingegangen bin und fuhren raus. Und da hat das System erkannt, ich hätte ja gar nicht drinnen sein dürfen. Es hat nicht mit einem Alarm, sondern mit einem Absturz reagiert. Die Erkenntnis war, wir konnten also dann einige Stunden entweder gar nicht oder wieder durch die Hintertür hinein. Also da sind wir wieder bei der IT-Compliance, sowas sollte eigentlich nicht passieren. Auch bei sehr großen Bankenrechenzentren oder auch im Tunnelgewerk ist also das mittlerweile baulich geregelt, dass es dort keine weiteren Zutrittsmöglichkeiten mehr gibt. Auch in einem Rechenzentrum hier ein paar hundert Meter entfernt hat man das mittlerweile eingebaut. Dort war der Zutrittsschutz etwas rudimentärer zunächst. Dort saß also ein Sicherheitsdienstmitarbeiter, kenne ich nicht. Das war also die Security. Fingerscan, das war's. Bis dann eines Tages, das ist vor etwa 4 Jahren passiert, ein Mitarbeiter, ein externer Dienstleister, man weiß es nicht, in diesem durchaus größeren Rechenzentrum, das sind 12 voll ausgebaute Serverräume, doppelte Größe ungefähr dieses Raumes hier, einen Rechner installiert hat, also positioniert und installiert hat, auf dem strafrechtlich relevante Inhalte in Bezug auf Minderjährige zu finden waren und dann Bogan IP-Adressen ausgenutzt hat, also das sind IP-Adressen, die ein Service Provider offiziell hält, weil er den ganzen Range gekauft hat, aber gerade explizit einem Kunden nicht zur Verfügung stellt. Daher rechtlich eigentlich eine spannende Frage. Und man ist also relativ rasch drauf gekommen, dass das IP-adressmäßig nur in diesem Rechenzentrum sein kann. Jetzt stellen Sie sich sicherheitspolizeilich vor, die Kriminalpolizei reitet mit einem Fahrzeug, einem Golf, da passen alle eine, inklusive Ausrüstung, fahren also die dort vor und kommen also mit einem Hausdurchsuchungsbefehl, wir suchen diese IP-Adresse. Ne? Es war übrigens die offizielle IP-Adresse, also der Administrator hat das in einen Smile bekommen. Ich habe gesagt, gut, machen wir mal eine Begehung, die hat dann ungefähr 3 Stunden gedauert und so, jetzt haben sie alle Geräte gesehen, was können wir tun für sie. Die haben aber tatsächlich dann dieses Rechenzentrum sehr akribisch auf den Kopf gestellt, haben gezeigt, dass sie noch ein paar Leute im Keller sitzen haben, die sie auch noch geholt haben und haben dann tatsächlich nach einigen Wochen mit Unterstützung der Administratoren diese Maschine gefunden. Also sie sehen, auch das ist heute im Rechenzentrum ein sehr großes Problem. Der Schutz vor den eigenen Mitarbeitern. Vermutlich war es ein Mitarbeiter. Seither werden dort die Mitarbeiter verwogen. Mittlerweile ist man draufgekommen, dass wenn ich etwas Schweres hineintrage, ich unter Umständen auch etwas Schweres heraustragen kann. Das geht sogar so weit, dass in diesem Rechenzentrum halbe Bodenplatten gefunden worden sind. Und man dann festgestellt hat, dass eine Bodenplatte, die Hälfte einer Bodenplatte genauso schwer ist wie ein ESXi Serverblade, was dann zur Problematik veranlasst hat, da muss jetzt irgendwas Server fehlen. Was uns auch zur Frage bringt, wie managt man heute ein Rechenzentrum? Und wir gehen also davon aus, dass also das einige hundert im größeren Rechenzentrum dann einige tausend Komponenten sind und in Wahrheit geht von diesen ja ohnehin nur etwa 90%
Das heißt, es ist ja gar nicht so verwunderlich, wenn da plötzlich einer im Management nicht da ist. Ja? Oder der Administrator sich auch nicht darum kümmert. Schauen wir aber zunächst einmal ein bisschen in den technischen Bereich hinein. Unsere erste große Frage, die sich gleich einmal gestellt hat, war die der Frage nach der REX, nach den REX. Es gibt heute REX von ja, selbst Bausatz angefangen bis also vergoldet vom Preis her. Wer meinen Direktor kennt, weiß, dass wir hier im Selbstbausatzbereich zunächst begonnen haben. Dann war noch die Idee, wir haben ja sowieso Werkstätten im Haus, dann könnten wir den ja selber bauen. Dann war noch die Idee, ernsthaft IKEA-Regale zu verwenden. Und ich kenne ein sehr, sehr großes Rechenzentrum in Österreich, die machen das auch tatsächlich heute noch. Mit Metallregalen, weil sie sagen, das ist billig, aber halt. Und sämtliche Racks, wenn Sie heute ausgehen, Sie haben zum Beispiel einen Nexus Switch, dann hat der ungefähr 450 Kilo, wenn er voll ausgebaut ist, das ist so eine halbe Höheneinheit. Wenn Sie den oberen Teil des Racks einbauen, hat das Rack erstens einmal die nette Angewohnheit, dass es kippt. Die Techniker sind lustig und hängen das in den Zwischenboden hinein und fallen dann gleich den Zwischenboden entgegen, das hatten wir schon. Es gibt Racks, die vorne unten dann 80 cm einen Stahlwinkel anschrauben, der im Laufe des Jahres schön langsam aber stetig nach vorne kippt. Und wenn das Rack stabil steht, dann knickt ihnen die Schiene vorne ein, weil dieser Hersteller nur vorne eine Montageeinheit vorgesehen hat und nicht hinten. Wir also im ORF zum Beispiel legen mittlerweile alle Maschinen auf Regalböden. Wir schauen die nur noch an, dass sie, warum auch immer, im Erdbeben ernsthaft ist, dass die Begründung nicht rausfallen. Wenn es so rüttelt, dass die rausfallen, dann haben wir ohnehin nicht das Problem, weil dann kommen wir auch nicht mehr hin. Das ist zum Beispiel auch eine bauliche Maßnahme, wenn Sie das Rechenzentrum da drüben mal von außen anschauen, dann ist ja dieses Gebäude so komisch gebaut, wenn Sie draußen wohnen, dann schaut das ungefähr so aus. Ja, da haben Sie da oben den Bürotrag, das schaut im Prinzip aus wie die Wiener Stadthalle. Und jetzt, wo sind die Serverräume? Die meisten Leute glauben, dass die da oben stehen. Nein, die Serverräume, die sind da unten. Das ist eine sehr geniale Konstruktion, heißt Schildkegelkonstruktion. Im Erdbebenfall sind die Säulen, die hier eingebaut sind, so konzipiert, dass das Gebäude seitlich wegbricht und dass der Zugang zum Rechenzentrum erhalten bleibt. Fahren Sie einmal langsam Schritttempo vorbei, dann sehen Sie unten, dass es hier so eine große Rampe ins Rechenzentrum hineingeht, die 1,50 Meter dicken Beton hat, aber unten. Ja, also 1,50 Meter dick betonierter Gehweg und darüber fast 2 Meter dicker Stahlbeton. Das ist der Tunnel, durch den das Rechenzentrum im Desasterfall erreichbar sein sollte. Der kleine Nachteil dieser Konstruktion, den man allerdings erst erkannt hat, wie man fertig war, ist, wenn ich da unten ein Rechenzentrum habe, dann kriege ich die Luft von da unten hinauf. Das Rechenzentrum ist im Jahre 2000 geplant, im Jahre 2005 gebaut und 2007 fertiggestellt und 2015 wahrscheinlich aufgegeben. Der Grund ist damals das gleiche wie bei uns in der Schule. Die haben das gebaut für eine Serverinfrastruktur und in der Zwischenzeit wurde der Begriff des Blades erfunden. Der Blade hat natürlich eine viel höhere Integrationsdichte als der klassische Server. Und jetzt bauen die dort in 2 Serverräumen das, was sie ursprünglich in 6 Serverräumen geplant haben. Ärgerlicherweise sind natürlich die Möglichkeiten, hier die Warmluft abzuführen, etwas begrenzt. Ich darf es nicht laut sagen, aber ein Drittel der Serverräume ist zurzeit nicht benutzbar, weil sie die Abluft nicht mehr wegbekommen. Das ist ein Nachteil, wenn sie den Serverraum in den Keller legen. Am Königenberg wird der Serverraum deswegen in das letzte Stockwerk gelegt. Dort haben wir aber dann ein anderes Problem, dass die Storage-Systeme, wir sprechen da von einigen Heftarbeit, wie viel darf ich nicht sagen, vibrieren. Und deshalb wird dort in den Raum hinein ein Käfig gebaut, über 3 Etagen, der wie das BMW-Gebäude in München von oben her aufgehängt wird und das ganze Gebäude kann im Gebäude schwingen. Außerdem können wir mit Schwerlastbrechern die Dieselgeneratoren, die in diesem Gebäude ganz unten stehen und daher nie wieder zugänglich sein werden, ebenfalls einschränken. Zweites Thema, wenn wir den Server betrachten, das Rack betrachten, ist die Temperatur. Wie klimatisieren Sie ein Rack? Da gibt es also der klassische Ansatz im Rechenzentrum, ist, wenn das der Boden ist, dann steht das Rechenzentrum typischerweise auf einem Zwischenboden, dann steht da jetzt oben irgendwo unser Rack drauf und dann haben Sie da irgendeinen Luftstrom. Normal sollte der so funktionieren, dass Sie von oben einblasen, dass Sie da oben Lüftereinheiten haben und theoretisch die Warmluft nach oben wieder absaugen. Da gibt es auch schon wunderschöne Erfahrungen. Die Geräte, die hier unten eingebaut sind, fühlen sich sehr wohl in dieser Umgebung, die hier oben eingebaut sind, weniger.
wenn das Komponenten des führenden Herstellers, nämlich Cisco, sind, dann werden sie sowieso gleich ein Problem haben, weil die saugen die Luft seitlich an und blasen die Luft nicht seitlich ab, sondern nach vorne. Ja, dass sie können sich mit einem Karabiner einklinken für so einen großen Nexus-Switch, wenn der voll lüftet und sie wollen ihn konfigurieren, weil es ist uns wegbläst. Jetzt ist aber davor die Tür des Serverschranks und jetzt haben sie einen Nizza-Star. Also diese Art von Schränken scheidet ziemlich aus. Ja. Die zweite Variante ist, dass harte Schrecks miteinander kombiniert werden und die Luft dann sozusagen so transportiert wird und sie im Zwischenboden ein Luftmanagement haben. Dann verlegen sie 5 Kabel neu und das Luftmanagement im Boden scheitert. Das nächste Problem, das sie haben, ist die Branderkennung, die Raucherkennung. Wenn das ein in sich geschlossener Serverschrank ist, aus klimatisierten Gründen geschlossen und es kommt da drinnen zu einer Rauchentwicklung und sie haben im Gebäude Rauchmelder, dann merken die das erst, wenn das Ding ziemlich veritabel brennt. Das heißt, sie müssen also in das Werk hinein noch ein Rauchmeldesystem einbauen. Jetzt schreibt ihnen aber zum Beispiel die Behörde in Österreich, wenn sie eine Löschanlage bauen, ein duales Meldesystem vor. Das heißt, sie brauchen 2 getrennte Meldelinien. Sie haben also eine Meldelinie im Werk und die zweite muss draußen sein. Und so weiß schon das System, dass es im Werk brennt und wir schauen gemütlich zu, bis es die Scheibe meistens zerbeerst aufgrund der Hitze, bis der Raum Rauchmelder anschlägt. Was es gibt, das haben wir zum Beispiel wieder in unserem Sendeanstalt, ist, wir haben dort sämtliche Racks im Gebäude selbst ebenfalls klimatisiert. Das einzige Gebäude in Österreich, das über eine zentrale Raumluftklimaanlage verfügt. Und so gibt es in diesem Gebäude etwa mit 60 cm Durchmesser ein Lüftungssystem, das nur Serverschränke in den Etagen, sogar bis in die größeren Büros hinein lüftet und versorgt. Das ist natürlich heute eher illusorisch zu machen. Nächstes Thema, das wir in dem Zusammenhang gleich brauchen, was bei uns am Standort wichtig ist, die Energieversorgung. Kaum ein Unternehmen verfügt über einen redundanten EVU, also Energieversorgungsanbieter. Das ist, im Regelfall haben sie zwar ab dem Zeitpunkt, wo das Stromkabel ins Gebäude hineinkommt, völlige Redundanz, aber was hilft es, wenn der Bagger vor dem Gebäude, das ist uns einmal schon im Rechenzentrum da 1 passiert, in der Wiener Hauptstraße, hat der Bagger aufgerissen und wir sind alle dabei gestanden und haben alle zugeschaut in die Kneten, weil wir alle der Meinung waren, dass 2 Fensterachsen weiter ist die Anspeisung. Okay, wir haben uns dann sichtlich alle geirrt und haben uns dann zugeschaut, wie das ein Funken zum hat von ungefähr 2 Meter, die Baggerschaufel zur Hälfte weg war und dann ein Stromkabel in dieser Dimension, das ungefähr ein paar hundert Glasfaserkabeln, die vorzugsweise gleich im selben Schacht lagen, jedenfalls kaputt waren. Das sollte also mal ein Thema sein. Ich kenne kaum Rechenzentren in Österreich, die wirklich 2 getrennte EVUs haben, mit Ausnahme des ORFs, wo also die Wienstrom und die niederösterreichische Energieversorgung wirklich physikalisch getrennte Leitungen im Gebäude haben. Kennt sonst niemand. Das ist so. Na, die meisten anderen haben nur die Wienstrom. Die Wienstrom zwar redundant über 2 getrennte Umspannwerke angeschlossen, also die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas passiert, die ist dann schon sehr gering, aber im Hühnenberg hätten wir das ja. Ja, ist erst vor 2 Jahren verlegt worden. Die übliche Lösung ist, dass man 2 redundante Rechnungen hat. Das haben wir vorher nicht gehabt. Das davor war ja nur die Energieanspeisung, das war zwar ein Ring sozusagen in. Ja, den gibt es immer noch. Ja, das weiß ich. Aber die Geschäftsleitung hat vor doch einigen Jahren, wo die Frage war, Grünebelberg wird aufgelassen oder nicht, auch in Diskussion gestellt, dass es ein Ausfallsrechenzentrum geben muss. Die wesentlichen Infrastrukturdaten liegen ohnehin nicht am Grünebelberg, sondern liegen bei der APA. Das heißt, die APA ist in Österreich das zweitgrößte, das deutschtechnisch größte Rechenzentrum, das wir haben. Dass sie also eine Größenordnung haben, dort werden pro Tag etwa 40 Terabyte Daten aufgenommen. Das sind Studentenjobs, die Videos, Bilder, frühe Archivbeiträge digitalisieren und in das Deutsch sozusagen einspeisen. Der Geschäftsführung ist mittlerweile klar geworden, sollte dieses Deutsch, wie gesagt, eine Leitung haben, sollte es dort zu Prozessschwierigkeiten kommen, sollten die Controller Firmware ein Problem haben, sollten die Operatoren nicht mehr wissen, was sie tun, etc.,
dann haben sie ein Problem und das ist sozusagen das Kapital des Unternehmens. Das hat man mittlerweile auch schon erkannt. Und außerdem hat man die Riesenangst der Copyright-Verletzung. Dass der Rechenzentrumsbetreiber vielleicht den einen oder anderen Beitrag nicht unbedingt nur dem einen Diener seines Herrn sozusagen leistet. Deshalb ist also jetzt die Idee des Inhousings wieder sehr massiv ein Thema. Die Infrastruktur steht übrigens, darf ich auch nicht sagen, aber steht einmal in diese Richtung. Das heißt, die Serverräume wurden dort vor 4 oder 5 Jahren, ja, das sind also schon bezeichnet, von den Russen abgebaut. Das heißt, die kamen wirklich mit Äxten und Benzinflexen und haben die Serverschränke hinten unten auf Hüfthöhe die Kabel geschnitten. Zeit ist Geld. Haben die Rex teilweise mit dem Vorschlaghammer so bearbeitet, dass sie die Server rauskriegen, sind also mit einem Shuttle-Dienst darunter gefahren. So stand dort vorerst keine IT mehr, nur noch die Sendeprototypstraße, also Sendestraße oder Feinstdatei. Ja, und mittlerweile ist man also auf die Idee gekommen, das geht so nicht, und hat dort ein zweites Rechenzentrum jetzt im Betrieb. Und jetzt ist die Erkenntnis, was ist, wenn eben der Standard ausfällt. Ja, also im Rahmen der neuen Cyberbedrohungsplanes für Österreich war die Erkenntnis, ein singulärer Standort ist eher schlecht. Welche Überraschung. Ist dann strategisch nicht wirklich zu schützen, weil das Gebäude kennt, das hat 100.000 Eingänge. Das ist ja wie ein Kaninchenbau. Und deswegen wird es jetzt an einer zweiten Bundeshauptstadt, nämlich in Graz, ein Ausfallsrechenzentrum geben. Das ist das Projekt, wo ich jetzt sehr gerade massiv beteiligt bin. Nur so eine kleine Maßzahl, dass Sie wieder wissen, worüber wir dort diskutieren. Ich darf die Zahl nicht nennen, aber es sind doch einige Heptabytes im fast dreistelligen Bereich. Wie synchronisieren Sie so ein Datenvolumen? Ja, bis vor ungefähr 5, 6 Jahren war die Schwierigkeit die Weitverkehrsstrecke dazwischen. Das ist, wir haben da potente Rechenzentrum, wo dazwischen ist der Flaschenhals. Mittlerweile ist es so, dass die Weitverkehrsstrecke wesentlich mehr Bandbreite zur Verfügung stellt als das Inline-L-Net, nennt sich das im ORF, also das Inline Corporate Network. Das heißt, es hat sich der Flaschenhals genau umgedreht. Wir haben also dazwischen mehrere OC128, also 128 Gigabit Glasfaserleitungen, mehrere als ca. 150, könnten wir nutzen. Aber das Problem ist der Storage Controller. Wir haben dort Sie müssen sich vorstellen, in diesem Gebäude wird jedes Video, das auf Sendung geht, das in der Sendepostproduktion drinnen ist, in der Präproduktion drinnen ist, das sich ein Redakteur gerade ansieht, das ein Redakteur schneidet, wo ein Mitarbeiter sich Archivbeiträge sucht, geht alles über das gleiche Storage. Ja, das ist ein Storage, das etwa 600 Spindeln gleichzeitig im Betrieb haben kann, also 600 Disken gleichzeitig, und ein Datenvolumen hat, darf ich auch nicht sagen, in der Größenordnung, das ist ziemlich einzigartig. Ist aber vom Hersteller an der Grenze des Machbaren, das muss man dazu sagen. Und jetzt soll da jetzt noch Synchronisationstraffic dazukommen. Das Unternehmen fährt 7x24 Stunden. Das bedeutet also, dass sie sozusagen maximal 25, wenn überhaupt eher 20% der Storage-Kapazität für einen redundanten Datentransfer zur Verfügung hat. Ich habe das damals einmal schnell ausgerechnet, das wären ungefähr 14 Monate, die wir benötigen würden, zum Replizieren. Und da bringt es ihnen auch nichts, wenn dann die großen Ideen kommen, dann stellen wir das Storage halt physikalisch am Kühlungsberg und schließen es quasi mit einem ausgekreisten Kabel an. Das Kabel ist nicht das Problem. Wie zum Beispiel die T-Systems da drüben vor 10 Jahren eingezogen ist, die haben das gemacht. Die haben das Deutschsysteme in Spa aufgestellt, haben die dort 2 Monate synchronisieren lassen und sind dann in der Nacht mit Frachtmaschinen in Summe 4747 dann hier eingeflogen und haben da in einer Nacht das Deutsch runtertransportiert und haben dann über Weihnachten sozusagen das Delta in der Replikation wieder aufgeholt. Das ist nicht das Problem heute. Schauen wir in die Energieversorgung, das war eigentlich das Thema. Was sind dort heute die klassischen Probleme? Die USV, das Management der USV, also in, vor allem der Batterie, das haben wir schon gesehen, mit das in Innsbruck unter Umständen in die Hose gehen kann. Dass sie auch wieder eine Maßzahl haben, Raiffeisen Informatik hat 76 Tonnen Akkumulatoren in ihren Rechenzentren zurzeit im Einsatz. Das ist eine für internationale Verhältnisse Mickey Mouse Menge, für österreichische Verhältnisse ziemlich heftig. Allein das Problem der Temperatur ist hier schon gewaltig. Sie haben die Akkus immer aus technischen Gründen in Reichweite des Rechenzentrums.
Der Akku sollte aber nie weniger als 22 und nie mehr als 24 Grad haben. Das Rechenzentrum sollte aber, darf nicht mehr, da gibt es drei Standards, darf im Normalfall nicht mehr als 18 Grad plus minus 5 Prozent haben. Also Sie haben schon zwei unterschiedliche Klimazonen, die wir berücksichtigen müssen. Das Problem der Akkus ist immer, was ist denn stromführende Teile, also sprich, wenn ein Schraubenzieher da hineinfällt, wenn ein Kreuzschlüssel da reinfällt. Ihr habt das selber schon einmal gesehen, was dann passiert. Das ist uns im Rechenzentrum passiert in der A1 mit im Endeffekt zwei Toten, wo dann ein Schraubenzieher in den Akkuschacht hineingefallen ist und einen Kurzschluss verursacht. Der Schraubenzieher ist verdampft und der Techniker hat das also voll abbekommen. Was in weiterer Folge passiert ist und zum Tod geführt hat, komme ich gleich noch dazu. Also das ist das erste Problem. Zweitens, es traut sich heute kaum jemand noch, das Rechenzentrum echt zu testen, weil so viele Tests mittlerweile schon schief gehen. Und der Energieversorger so eine hohe Garantie mittlerweile erreichen, ja, dass viele sagen, das geht eh und ich riskiere es nicht. Ja. Vorgeschrieben ist es nicht. Viele Unternehmen machen das einmal im Monat. Dann aber auch nur halbart und dann auch nur die Teile, wo unter Umständen ein Ausfall erlaubt ist, unter Anführungszeichen. Ja. Welche Ausfallszeiten sind eigentlich vorgesehen? Können Sie dann im Handout nachlesen, da habe ich die Standards im Prinzip drinnen. Wenn wir von der Klasse D sprechen, sprechen wir von unter einer Minute. Eine Minute ist in der IT eine absolute Ewigkeit. Wir haben zurzeit Schaltbereitschaftszustandszeiten, das ist ein schönes Wort, so heißt das, von unter einer Sekunde. Eine Sekunde bedeutet, dass ein Switch rebootet. Eine Sekunde bedeutet, dass ein ESX unter Umständen einen Crash haben kann. Das heißt, wir müssen im Regelfall, geht man heute davon aus, 10 Sekunden mit den Akkus überbrücken. Und wir überbrücken eigentlich nur die Hochlaufzeit des Generators. Konservatives Design sieht vor, dass es eine Schwungscheibe gibt. Zum Beispiel in der Wiener Hauptstraße 76 gibt es eine Schwungscheibe mit 15 Metern Durchmesser, 80 cm Dicke. Die wird permanent gehalten auf 25 Umdrehungen pro Minute. Wenn Sie sich jetzt die Winkelgeschwindigkeit ausrechnen auf diese Größe, dann ist das fast 250 km/h. Das wird das im Kellergeschoss konstant gehalten und diese Schwungmasse erzeugt über einen Generator, der unmittelbar angeschlossen ist, eine Impulsenergie, die 2 Sekunden lang den gesamten Strom des Rechenzentrums aufrechterhalten kann. Gleichzeitig nimmt die Schwungscheibe den Generator mit, startet einen Hilfsdiesel und der Hilfsdiesel startet in weiterer Folge dann 4 Volllastgeneratoren. Bei uns im Rechenzentrum in der 1 und genauso wie im ORF laufen die auf Standby. Der Energieverbrauch pro Jahr ist etwa 16.000 Liter, den wir nur auf Standby verheizen. Die Temperatur, die wir hier haben, ist also konstant 35 Grad. Das kann man ohne Probleme mit den Abgasen erreichen. Sollten die Generatoren auf Volllast fahren, dauert das 2 Minuten. 2 Minuten und eigentlich 10 Sekunden USV, also das geht nicht. Das heißt, wir haben dann noch Überbrückungsgeneratoren auch. Das heißt, im Regelfall ist die Faustregel, das Doppelte der Serverraumfläche braucht die Infrastruktur. Das heißt, die Generatoren, die Akkumulatoren, die Kühlung und dergleichen. Das ist eine Faustregel, die eigentlich in den letzten 20 Jahren immer gleich geblieben ist. Sie haben ein Abgasmanagementproblem, ein riesiges. Die müssen auch ihre Abgase vom Keller hinauf transportieren. Wenn die anfahren, glaubt man, die Admiral Degetow fährt auf der Donau, so raucht es da oben plötzlich raus, weil die Generatoren ja ganz selten nur Volllast fahren. Sie haben das Problem der Luftzufuhr. Also da drüben haben sie dann die Schwierigkeit gehabt, wie die das erste Mal voll gefahren sind, haben ihnen die Generatoren alles angesagt, was irgendwie nicht nagelfest war, insbesondere im Hochwasserschutz. Weil wir stehen hier im Hochwassergebiet, muss jeder denken. Ja, ich habe es auch nicht gewusst, aber wir sind hier im Plan der Gemeinde Wien, im 100-jährigen Hochwasser, sind wir hier in der Zone 4. Das heißt, innerhalb von 100 Jahren ist einmal ein Hochwasser zu erwarten. Deswegen ist ja auch in Simmering jetzt dieser Sammelspeicher gebaut worden, unlängst, unweit von mir. Und deswegen haben die da drüben können dieses Rechenzentrum abschotten vollständig. Und genau diese Abschottung hat sie dann weggerissen und hat es geschreddert in diesen Lufteinzugsschutzen oder Lufteinzugsschutzen auch hin. Das nächste Problem, das sie haben, sie müssen diese Generatoren warten. Die Dinge sind mörderisch wartungsintensiv. Wie warten sie aber das einzig vorhandene Generatorelement? Also sie brauchen es redundant.
wir reden da über 3 bis 5 Millionen Euro, die so ein Generator in etwa kosten kann. Also durchaus. Ja, da übrigens auf schulischer Zwecke wieder umgelegt. Wir bauen das auch, aber im kleineren Maßstab, dass die Schülerinnen dann sehen, wie so ein Generator funktioniert. Das ist im Wesentlichen ein Modul, das ist genauso groß wie der Tisch. Das gibt es also schon fix und fertig und das besteht zur Hälfte aus Akkus und zur Hälfte aus einer Schwungscheibe und einem dieser Generator, das ist eigentlich nur ein Vorzeigemodell. Ein Modell, das auf der Messe symbolisiert, wird das Ding in der Realität dann in etwa bis zur Raumgröße von diesem Raum da aufgebaut werden. Sie sprechen da von den rotierenden Bildern, wo es ja. Aus. Ja. Okay. Wobei das auch schon immer der aktuellste Stand der Technik ist, aber es ist der verlässlichste Stand. Die Schwierigkeit bei neuen Technologien im Rechenzentrum ist immer auch, wer hat das schon im Einsatz? Können wir sich so anschauen, wer ist Referenzkunde? Also gerade die großen Hersteller haben irrsinnige Schwierigkeiten, neue Technologien zu positionieren. Das ist in Richtung Diesel-USVs mit der kinetischen... Es geht in Richtung kinetische Energie. Ja, also wir kehren wieder zurück, wo man eine Zeit lang weggegangen ist davon und sagt, auf den Platz hat man nicht. Aber wir gehen wieder hin. Und da oben ist so circa 2,5 Meter hoher, ungefähr 1,50 Meter große Windungen drauf. Ja, so eine Art Tesla-Generator für Räume. Und der erzeugt ihnen dann diese Energie. Und das kriegen sie eben genau in diese Fläche, kriegt man das relativ gut rein. Außerdem geht man mittlerweile dazu über, dass man sagt, welche Ressourcen muss ich im Rechenzentrum überhaupt aufrechterhalten. Das sind eigentlich nur noch die Spindeln, die Server. Aktive Netzwerkkomponenten werden teilweise gar nicht mehr angeschlossen. Die haben das nächste dann rebootet, dann halt im schlimmsten Fall. Beziehungsweise ist er hoffentlich redundant ausgestattet. Also da reduzieren sich auch schon im Wesentlichen die Verbraucher eigentlich relativ stark. Wenn Sie sagen, das Problem ist, wer hat das schon? Weiß man, was so große Rechenzentrumsbetreiber wie Google oder NSA hat? Ja. Ja. Man weiß es. Man weiß es auch, was Microsoft verwendet, weil die haben das modernste Rechenzentrum. Und die machen einen völlig anderen Ansatz. Und das ist auch der Ansatz, den wir hier jetzt bei uns probieren. Die gehen davon aus, ich habe es zuerst schon gesagt, das ist diese Faustregel, die da sagt, von der Gesamtfläche, von der Gesamtkubatur eines Rechenzentrums kann ich unter einem Drittel produktiv verwenden. Der Rest ist Aufrechterhaltung des Produktivbetriebes. Das ist monetär in Zeiten wie diesen ein Problem. Kommt auch noch aus der bisschen der Überlegung heraus, dass das Rechenzentrum im Ballungsraum stehen muss, weil das Corporate Network dahinter die Bandbreite nicht hat. Halt können wir es auf die grüne Wiese stellen. Nein, was die machen ist, sie gehen einen brutalen Ansatz. Dieser brutale Ansatz lautet, ich lege nichts mehr redundant aus. Ich lege teilweise auch gar keine Notstromversorgung mehr an. Sondern ich schalte einfach um. Sollte das Rechenzentrum ein Problem haben, welcher Art auch immer, terroristische Bedrohung wird mittlerweile viel, viel realistischer und viel, viel gefährlicher eingeschätzt als ein Kurzschluss, dann wird der Standort sozusagen offline genommen und ein anderer Standort übernehmen. Dank der Weitverkehrsnetze ist das synchronisationstechnisch kein Problem. Das heißt, die Daten muss ich. Die Daten müssen in Echtzeit gespiegelt werden. Bei Microsoft sind das in Echtzeit 4 Standorte, die weltweit das Rechenzentrum halten. Wenn man sich in der Azure Cloud, in der Administrationskonsole zum Beispiel ein bisschen tiefer damit beschäftigt, findet man auch, gibt es also eine Anzeige, wo die Daten geclustert liegen. Das ist also der eine Ansatz. Was Sie machen, ist Container-Rechenzentrumsbetrieb, kurzum. Das heißt, Sie bauen fix und fertige Container und das Ding hat mehr oder weniger nur noch einen großen Glasfaserstecker, Daten rein, Glasfaserstecker, Daten raus, großer Stromstecker, Wasserschlauchanschluss. Was die machen, ist nicht mehr ein Umluftkühlsystem so wie hier, sondern die haben das Kalt-Warm-Gang-System, wo sie zwischen Kalt- und Warmgang 25% Temperaturschwankungen erlauben. Und das machen wir auch hier am Standort. Wir haben in unserem neuen Serverraum 4 Fenster. Und auf den ersten Blick im Serverraum ein Fenster, so ein Plätzchen. Wir sind irrsinnig froh mittlerweile, dass wir das haben, weil wir machen die beiden äußeren Fenster, werden einfach nur durch stinkordinäre Ventilatoren ersetzt, die Luft hineinblasen, also von heraußen ansaugen und hineinblasen, Kaltgang. Und in der Mitte kommt der Warmgang, wo wir die Luft mit Ventilatoren wieder hinausziehen. Wir gehen davon aus, dass wir 95%, vermuten, wir wissen es nicht, es gibt keine Zahlen leider noch, 95% der gesamten Klimatisierungsenergie damit erschöpfen, weil dann, wenn es am wärmsten ist, nämlich Juli und August, ist hier die Bude zu. Das ist nämlich unser großer Vorteil. Das ist ein Vorteil. Ja,
Gleichzeitig wird das dann mit Solarenergie aufgebracht, also Stichwort Green IT. Und das ist eben, was wir auch als Diplomarbeit heuer betreiben, wo auch der Bund jetzt mittlerweile Münzen einwirft, weil er sieht, das ist durchaus innovativ, weil wir versuchen, dass wir klimatechnisch stromautark werden. Und wir versuchen, dass wir vom Betrieb her auch stromtechnisch relativ autark werden. Wir hätten über 4000 Quadratmeter Dachflächen zur Verfügung. Und da sind wir gerade in Verhandlungen. Es ist immer die Frage, wer diese erste Investition tätigt. Das ist doch ganz groß. Es ginge sich statisch aus. Ja. Weiß ich nicht, ob wir da jemanden finden, der das finanzieren wird, aber die Kühlung, die schaffen wir. Microsoft macht das Gleiche. Und sollte die Temperatur, und die sagen, wir fahren nicht mit 18 Grad, sondern wir fahren mit 35, maximal 35 Grad im Rechenzentrum. Die Zisconia zum Beispiel garantiert Ihnen 45, AP garantiert Ihnen 40, also sagen wir, fahren wir mit 35. Wenn es ausfällt, dann nehmen wir den ganzen Container, hauen ihn weg und stellen einen neuen hin. Machen die Folgendes, vor den Ventilatoren, wo Sie die Luft ansaugen, wird mit einem Gardena, kein Spaß, Gardena-Kriegssystem, wird Wasser versprüht, verrieselt und dadurch bringen Sie die Temperatur auch wieder um 10 Grad runter. Zweitens haben Sie noch ein anderes Problem bei den Umluftsystemen, wo Sie teilweise mit 10-15 km/h Luft durchblasen müssen und steht statische Reibung an den Gerätekanten. Das heißt, es kommt zur Selbstentzündung. Das ist die Brandursache Nummer 1 im Rechenzentrum. Die haben Sie nicht, wenn Sie mit Wasser kühlen und dann festzeigen, weil Sie dadurch ein ganz anderes klimatologisches Verhältnis haben. Dass die Geräte dann oxidieren, ist natürlich wieder ein anderes Problem. Und das testet Microsoft gerade on the job. Und die stellen fest, die Hardware im Rechenzentrum ist in etwa für 4 Jahre konzipiert. Danach ist sie von den Anforderungen ohnehin out. 4 Jahre hält das Ding auch unter Korrosion aus, also das riskieren wir. Also das ist ein totaler Ansatz, wo jeder klassische Rechenzentrumsbetreiber den steht, die Haare so zu Berge, wo die typisch sagen, ist uns wurscht, machen wir. Und wir überlegen da, also die OMV zum Beispiel überlegt das Gleiche zurzeit. Also sagen, wir können uns die klimatisieren, wir wollen uns das einfach nicht mehr leisten. Und wir machen es einfach redundant. Und dieses Containersystem ist noch der große weitere Vorteil, es kennt keiner den kompletten Aufbau, also sicherheitstechnisch. Der Mitarbeiter kennt zwar einen Container, aber er weiß nicht, ob die anderen genauso ausschauen. Sollte das, bei Microsoft ist es so, dass ein Rechenzentrumsmitarbeiter oder auch ein Besucher oder auch ein Servicetechniker, ein Dienstleister, wenn er an einem Standort arbeitet, nie auf einem der anderen Standorte je hin darf. Und es ist auch sichergestellt, dass die Planungsteams immer nur einen nationalen Standard machen. Das macht übrigens die Reika auch, Raiffeisen-Informatik auch. Und auch dort wird darauf Wert gelegt, dass die Konzeption der Rechenzentren unterschiedlich ist. Was man auch immer viel unterschiedlich machen kann, das stelle ich jetzt einmal ein bisschen in Frage. Ja, der letzte Punkt, den es noch zu betrachten gibt, das ist dann für uns ein sehr wichtiger Punkt, ist die Löschung. Wir müssen da unterscheiden zwischen Branderkennung, Raucherkennung und Brandfrüherkennung. Im Normalfall funktionieren die Systeme alle mit sogenannten Streulichtscannern, wo die Lichtbrechung gemessen wird, die sich durch einen Rauch verändert. Es gibt die Systeme, die auf Temperatur reagieren, wo also unter Umständen über 50 Grad bereits ausgelöst wird. In Österreich wird Ihnen, wie gesagt, das 2-Meldesystem vorgeschrieben, 2 unabhängige, aber auch in der Funktion unterschiedliche Systeme. Was Sie machen, ist typischerweise eine Rauchansaugung. Das heißt, im Luftmanagementsystem in den Klimaanlagen sind Sensoren in der Durchluftklimatisierung eingebaut, die dort sozusagen den Rauch absaugen. Und erfahrungsgemäß sind die ersten, die sozusagen den Rauch erkennen. Aber nichtsdestotrotz haben diese Systeme bis auf die Temperaturscanner alles gemeinsam, sie detektieren bereits einen vorhandenen Brand und nicht einen entstehenden Brand. Das ist ungefähr wie ein Opfer, das feststellt, dass das Messer schon im Rücken drinnen steckt und zum Wort Scheiße, wenn es Patient noch kommt und dann stirbt. Und so ist es auch im Rechenzentrum. Also das heißt, Statistiken, die die Betreiber nicht gerne hören, ist, wenn es zu einer ernsthaften Auslöschung kommt, kommt es nur in 10% der Fällen zu einem erfolgreichen Bekämpfen des Brandes. Weil in der Zwischenzeit haben Sie einen Kunststoffschwellbrand und den Kunststoffschwellbrand können Sie mit Löschsystemen nicht schützen. Das Löschsystem hat in Österreich laut Gesetzgeber 120 Sekunden Flutungsgeschwindigkeitszeit, 120 Sekunden Vorlaufzeit und je nach Geldkasse zwischen 3 und 5 Minuten Flutungsdauer. Eine Löschmittelflutung, zum Beispiel in der Raum,
Größenordnung dieses Namens, kostet Ihnen das Löschmittel heute zwischen 5 und ungefähr 40.000 Euro. Je nachdem, wie umweltverträglich Sie es hätten, je nachdem, wie leistungsfähig Sie es hätten vom Wirkungsgrad. Was bedeutet das? Wir haben Inertgas-Technologie, das heißt, beim Inertgas, das ist das Wirkungsvollste, das hört man zwar nicht gerne, aber es ist so. Das bedeutet, dass der Sauerstoffgehalt im Raum gesenkt wird. Das ist das Effizienteste, dummerweise aber nicht für Mitarbeiter, die sich da drinnen befinden. Und ich habe es zuerst schon gesagt, wie uns also dieser Unfall passiert ist mit dem verdampften Schraubenschlüssel, ist dem Mitarbeiter ein zweiter zu Hilfe gekommen. Beide haben aber in der Stresssituation sichtlich nicht mitbekommen, dass der Voralarm zur Raumflutung ausgelöst wurde. Das war damals mit Halon. Ja, das berüchtigste, aber auch effizient, das darf ich jetzt nicht sagen, das berüchtigste Gas. Und im Prinzip sind diese Mitarbeiter dann erstickt in diesem Raum. Und nachdem sie diesen Raum in 24 Stunden nicht betreten dürfen, wussten wir gar nicht, dass die da drinnen liegen. Ja, weil das Überwachungssystem nicht funktioniert hat, weil die, wie gesagt, hinten reingekommen sind. Haben Sie einen Schwelbrand, haben Sie einen Kabelbrand, haben Sie das nächste Problem, weil die Flutung ungefähr 10 Minuten aufrechterhalten wird. Wenn wir nicht inerte Gase verwenden, sondern wenn wir, also da ist also Argon typischerweise, Stickstoff wird typischerweise verwendet, Halon wird typischerweise verwendet, alle sind gesundheitsbedrohlich, haben eine hohe chemische Stabilität. Das ist nämlich das nächste Thema, dass die guten Löschgase nämlich leider mit der Elektronik in den Geräten reagieren und sie haben zwar den Brand gelöscht, aber können trotzdem alles weghaben. Also ich habe selber schon einen Cisco-Router gesehen, der 5 Minuten mit Argon geflutet wurde. Der schaut aus, als hätte er 20 Jahre am Mars ohne Gehäuse gestanden. Also das Ding oxidiert, da können Sie zuschauen, wie das Ding oxidiert. Also das hilft uns auch nicht. Auch wieder dieser Ansatz von Microsoft, ja, Löschanlagen gibt es dort nicht. Weil es übt uns nichts. Wir minimieren quasi, also extremer Kostenfaktor und im Endeffekt können wir sie weghaben. Und wer weiß, ob es funktioniert. Das zweite Problem haben Sie dann bei sogenannten chemischen Löschgasen, also Novec 1230. Ja, wer das von der Branche her kennt, ist das berüchtigste Gas. Was haben Sie bei chemischen Löschgasen abschließend für ein Problem? Das ist die Löschmittelgeschwindigkeit. Sie haben in den Flaschen drinnen haben Sie ca. 40 bis 50 Bar. Jetzt haben Sie aber Leitungslängen von ein paar hundert Metern, das heißt im Endeffekt kann es, und es ist ja noch die Vorschrift, dass das nicht mit mehr als 15 Bar aus der Leitung kommen darf. Warum? Weil wenn da ein Techniker drunter steht, weiß das mit Trommelfell. Deswegen, wenn Sie Löschanlagen sehen und die haben alle so einen Stutzen ungefähr in den Durchmesser und ungefähr so, das sind nichts anderes als Geräuschfilter bzw. Druckminderer, weil sonst zerplatzen nämlich das Trommelfell. Das heißt, die fahren dann mit ungefähr 5 bis 7 Bar raus. Und wenn Sie jetzt einen Raum mit vielleicht 30, 40, 50 Quadratmeter haben, dann kann es sein, dass das mit unter 3 Bar ausströmt. Das heißt, Sie sehen, dass das schaut aus wie ein Wasserfall, wenn das dort rauskommt. Wenn der Techniker genau drunter steht, ist es auch blöd für ihn, weil dann hat er nämlich einen punktuellen Sauerstoffentzug und stirbt genauso. Abgesehen davon, wenn da der Serverrack steht und da flutet es raus, bringt Ihnen das auch nichts. Kann auch die Reiker sehr erfolgreich erzählen, dass das nicht funktioniert. Also diese chemischen Löschgase werden mittlerweile sehr, sehr kritisch betrachtet. Man geht wieder zurück zu inerten Gasen. Da haben wir aber, wie gesagt, das Problem der Zwangsräumung und der Vorlaufzeit. Da geht man mittlerweile dazu über zu sagen, man macht eine dreiminütige Vorlaufzeit. Dann gibt es wieder verrückte Administratoren, die glauben, sie können den Brand in der Zwischenzeit versuchen zu löschen. Ja, Conclusio aus dieser Situation, ich habe es eh schon angesprochen, ist eben Google und Microsofts Ansatz, zu sagen, wir gehen vom Totalverlust aus, wir bauen viele kleine Rechenzentren, da hält sich der Verlust monetär an Grenzen. Wie gesagt, Terrorbedrohung ist Bedrohung Nummer 1, Stromausfall ist kein Thema mehr. Und das Ganze wird gekapselt im Container und es liegt keine Datei als Datei vollständig, sondern das wird in die Leaks aufgeteilt und entsprechend wie Torrent eigentlich verteilt und Backup-Konzepte gibt es auch nicht. Ja, also auch zum Beispiel die APA, das darf man jetzt auch nicht laut sagen, haben in der Datenmenge kein Backup mehr. Ja, da wird sehr oft mit der Geschäftsführung dann im ORF verhandelt und sagt, welche Daten willst du, dass wir da sichern und welche Daten willst du, dass wir redundant haben. Und welche Daten haben wir nicht einmal mehr redundant, weil das ist nicht leistbar. Genau. Geht es nach den ORF-Redakteuren ewig, das ist klar. Der Play-In-Play-Out-Buffer im ORF ist ein 24-Stunden-Buffer, also alles, was im ORF gesendet wird oder je irgendwie datentechnisch erfasst wurde, ist 24 Stunden verfügbar.
und darüber hinaus 2 Monate am Offline, also am Storage, das aber nicht in der Spindelgeschwindigkeit des Blinddruckers betrieben wird, aus Kostengründen 1 Monat. Und danach muss eine Kommission entscheiden, ob es gescheitert wird oder ob es aufbewahrt wird. Ja, in dem Sinne ein schneller Rundgang, die Präsentation lasse ich Ihnen per E-Mail noch zukommen. In einem Jahr, wenn es also die nächste Veranstaltung hier gibt, wird der Raum schon soweit fertig sein, dann können Sie sich das gerne mal live vor Ort anschauen. Es wird im Herbst eine große Opening-Zeremonie geben, wo auch die IKT-Staatsmeisterschaften gleichzeitig stattfinden werden. In dem Sinne, ja, habe ich ein bisschen länger gebraucht, weil es mit dem Beamer irgendwie nicht wollte. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstagvormittag hier bei uns im Hause. Darf mich verabschieden, wenn es Fragen gibt. Ich bin eh noch länger da, ansonsten meine Kontaktdaten und wünsche noch viel Spaß.